Nachdem wir in den letzten Wochen viele Videos zu den Mavic-Modellen etc. gezeigt haben, freue ich mich, dass wir endlich mal ein Video zu einer männlichen Drohne machen können. Sorry, ich wollte niemanden diskriminieren. Nämlich der Matrice 300 mit der super spannenden, gerade frisch eingetroffenen P1-Kamera. Was diese Kamera kann und wofür die geeignet ist, das kommt nach dem Intro. Bevor ich die ganzen Details zu der Kamera erkläre, erstmal, wofür brauche ich überhaupt so ein Riesenmonster bzw. diese Kamera? Die P1-Kamera ist für die Matrice 300-Serie, wo ich auch verschiedene Inspektionskamera- und Überwachungskamerasysteme habe, die H20T und ähnliche Sensoren, ist das die große Vollformatkamera speziell für Vermessungsanwendungen oder auch natürlich für hochauflösende Inspektion oder Fotografie, also einfach für Fotografen mit einem höheren Qualitätsanspruch. Schwerpunkt ist aber die Vermessung. Und da gucken wir uns einfach mal die Features der Kamera an und ich erkläre so ein bisschen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Grundsätzlich werden die Kameras ja mit einem Klick gewechselt. Ich habe ja bei der Matrice 300 dieses Wechselbajonett und so kommt die Kamera erstmal bei mir an und ich kann mit einem Klick zwischen den Kameras wechseln, das heißt morgens noch einen Vermessungsflug mit der Drohne machen und nachmittags eine Wärmebildinspektion von irgendwelchen Solaranlagen zum Beispiel durchführen. Das ist die Idee von der Drohne für alle, die jetzt da relativ frisch dabei sind. Ich habe bei der Kamera verschiedene Schnittstellen, nämlich auf der Rückseite typischerweise eine normale SD-Karte, wo ich meine Daten natürlich übertragen kann. Typischerweise wird geschrieben, das DNG, also die RAW-Datei, die hat bei der Kamera ungefähr 90 MB, also nahezu unkomprimierte Datei und das normale runtergerechnete JPEG-Bild. Also beides kann ich parallel speichern. Auch während des Vermessungsfluges, weil es bei den meisten anderen Drohnen nicht möglich ist, kann ich hier JPEG und RAW parallel speichern und mir in der Nachbearbeitung überlegen, mit welcher Datei will ich weiterarbeiten. Also die hat eine richtig hohe Datenrate und ich kann beide Bilder parallel speichern, was ein enormer Mehrwert einfach bei der P1-Kamera ist. Und ich habe einen USB-C-Anschluss. Jawohl, damit könnte ich Software-Updates oder ähnliches durchführen. Viel mehr habe ich auch erstmal nicht. Ich kann da nichts kalibrieren, nichts einstellen und so. Der Fokus, auch Autofokus und so weiter kann ich hier nutzen. Der wird eben dann einfach über die App in der Luft angesteuert. Und wenn ich jetzt nah am Gebäude bin, kann ich eben nochmal den Fokus nachstellen, um mir eben eine Schadstelle nochmal ganz explizit anzugucken. Also ich habe einen Autofokus oder natürlich manuellen Fokus. Kann die Kamera auch ganz manuell einstellen, Zeitpriorität einstellen oder was auch immer ihr vorhabt. Also erstmal eine vollwertige Kamera. Und ich habe eben Wechselobjektive. Da habe ich diesen kleinen Hebelchen und damit kann ich, so wie bei jeder normalen Spiegelreflexkamera, meine Objektive wechseln. Habe hier meinen großen Vollformatsensor, also 35 mm und hier eben die DJI DL-Objektive. Jetzt hier das 35 mm, weil das 35 mm Objektiv aktuell das ist, was mit der Kamera geliefert bzw. kalibriert wird. In Zukunft werden auch kompatibel sein 24 mm Objektiv, also ein Weitwinkel und eine längere Brennweite, die ich eher in Richtung Inspektion und so weiter verwenden kann. Also hier aktuell drei verschiedene Objektive, die da genutzt und adaptiert werden können. Mehr muss ich da erstmal nicht beachten. Habe hier vorne noch einen kleinen Sonnenschutz, den ich abnehmen kann. Und das ist in sich erstmal eine fertig installierte und kalibrierte Einheit. Bei der normalen Nutzung der Kamera muss ich eigentlich in der Luft nicht viel beachten. Die Drohne erkennt die Kamera automatisch und ich habe da dann eben meine verschiedenen Fokuseinstellungen und so weiter und fotografiere dann eigentlich genauso wie mit der kleineren Drohne. Das ist jetzt nichts Spezielles. Im Vermessungsflug habe ich mit der Kamera eine super spannende Zusatzfunktion. Ich kann einerseits ganz normale Vermessungsflüge planen mit Senkrechtbildern, die sich überlappen für mein normales Orthofoto oder was auch immer. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Auch super hohe Messgenauigkeiten und sowas werden da erreicht mit dem RTK, was eben sehr präzise in die Bildmitte der Kamera geschrieben wird. Also ich bekomme in den EXIF-Daten der Fotos eben meine hochpräzisen RTK-Daten, die ja hier über die Drohne verarbeitet werden. Wenn ihr da Testdatensätze oder sowas braucht, dann schreibt uns eine E-Mail an die info@u-rob.com, also euro.com, und dann können wir euch gerne auch Testdaten schicken von der Kamera, damit ihr das selbst euch mal angucken könnt, ob das von der Qualität auch für euch gut ist. Also da gerne melden, da helfen wir gerne weiter. Auch natürlich, wenn es nicht eh schon bekannt ist, wenn ihr
Interesse an der Kamera, an der Drohne, an der Schulung oder ähnliches habt. Wir sind einer der größten Schulungseinrichtungen und auch ein sehr großer Lieferant für die DJI-Produkte und andere Spezialdrohnen für Vermessung, Industrie und so weiter. Da helfen wir euch gerne weiter, haben eine persönliche Einweisung von Hamburg bis nach München runter und haben den Hauptstandort in Bielefeld. Und da könnt ihr gerne die Lösung mit einer Schulung für Vermessung oder ähnliches auch natürlich von uns bekommen. Wenn wir eh gerade dabei sind, unbedingt abonnieren. Bei 7500 Abonnenten, die wir bald erreicht haben sollten, eben dank euch, werden wir ein super spannendes Gewinnspiel machen. Das heißt, bleibt dabei, kommen immer wieder neue Videos zu den verschiedenen Drohnenanwendungen. Und wenn ihr neue Ideen für Videos habt, dann unbedingt reinwerfen. Wir versuchen, die dann gerne mit aufzunehmen und euch die Videos, die für euch spannend sind, einfach zu liefern und zeigen euch einfach, ohne dass es geschönt ist, die verschiedenen Möglichkeiten der Drohnen mit ihren Grenzen, damit ich die Drohnen besser einsetzen kann. Und das, was die spannendste Funktion aus meiner Sicht von der P1-Kamera ist, ist die Funktion, dass wenn ich im Vermessungsflug bin, die Kamera dann nicht nur die Senkrechtbilder macht, sondern sehr schnell, und das seht ihr jetzt im eingeblendeten Video, dass die Kamera um 45 Grad sozusagen hin und her schwenkt, auch nach vorne schwenkt, nach hinten schwenkt. Und damit kann ich, während ich über die Fläche drüber fliege, auch Schrägaufnahmen erstellen, ohne doppelt zu fliegen. Also mit extrem hoher Geschwindigkeit schießt die Drohne die ganze Zeit die Fotos. Das geht so schnell, dass ich es teilweise im Live-Bild gar nicht mitbekomme. Und ihr seht es ja jetzt auch im eingeblendeten Video eben nochmal. Ich habe die ganze Zeit auch Schrägaufnahmen und habe damit eben eine viel, viel höhere Datenmenge von dem Objekt zur Verfügung und kann zum Beispiel bei Gebäuden dadurch Fassaden etc. in meinem 3D-Modell viel, viel präziser darstellen. Also das ist eine super spannende Sache, diese spezielle Vermessungsfunktion von der Kamera, die ich in der Mission aktivieren kann, dass sie die ganze Zeit hin und her schwenkt und mir zusätzlich Schrägaufnahmen erstellt. Das nur als kleine Möglichkeit und ein bisschen angerissen zu den Anwendungsmöglichkeiten der Kamera. Wenn ihr da ein tieferes Video braucht und sagt, hier erklärt doch mal, wie der Workflow mit dem und dem ist, dann auch gerne kommentieren. Wir legen es bei uns auf eine Liste und versuchen so schnell wie möglich eure Wünsche auch dann zu erfüllen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder.